Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier im Arsch. Entschuldigung mal für den Husten. Ja, so einen schönen Sonntag. Jetzt stelle ich meine Traktoren zusammen, die ich brauchen werde, um nachher Mais ins Silo zu fahren. Der kann so bleiben. Ist ja sauber gewohnt, nicht Regen, ne? Wunder ist geschehen. Temperatur ist auch nicht so wichtig. Es geht noch einigermaßen, wenn wir brauchen sollten. Kann immer noch repariert werden. Aktuell wird ein Geld knapp. Da muss er irgendwie hinkommen, ne? So, vorne. Ausknicken. Drehen wir ganz kurz um. Und dann hinten auch noch. Da kann man das Gewicht gleich dazu nehmen. Dass man rechts hier steht. Rechts? Ja, rechts. Ich hätte ja mal gucken. Nee. Dem Fall ist das links, wenn man von Ivan schaut, ne? Aber das hier ist mal umzudenken, wer Leute sind zu viel. Oh. Kalk. Der Kalkstreuer von Feld 64. Wie gesagt, vorbereiten, damit wir hier näher anfangen können mit Mais. Also ein Silo voll gemacht und der Rest wird als Körnermais genommen. Körnermais geht ja erst, wenn reif ist, wenn Gulli reif ist. Und das ist ja noch ein bisschen hin. Traktor Nummer 2, ich brauche noch mindestens 2. Einer ist ja in der Ballenpresse. Mal gleich mal schauen, ob das entsprechend Gras voll ist per Meter. Ansonsten müssten wir noch Ballen pressen. Da hätten wir 2. 2. Eine. Die anderen beiden Fenty fahren ja mit dem Überladewagen und sammeln irgendwas Gras und Zerne. Die bräuchte ich auf jeden Fall noch. Also an sammeltechnisch. Den könnten wir theoretisch dazu nehmen. Theoretisch. Dann wir haben 3 von Bergmann und 4. brauchen wir auch noch. Dann wäre das jede Spur perfekt. So. Dazu müsste ich, ach so, ja genau. Mal gucken, wie viel schon reingefahren wurde. In der Produktion von Silage, was umgewandelt wird. Mal gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus. 700.000. Ist, glaube ich, nicht aktiviert. Das wäre ein bisschen dämlich, ne, was ich machen würde, ne? Luzerne frisch wird noch reingehen. Also im Prinzip Luzerne ohne Heu. Logisch. Häckselgut in dem Sinne haben wir nicht. Ja, liegt aber daran. Gölle, Gölle, Mist. Dass es hier Mais frisch heißt. Und das ist dann mit Mais Plus ist das ein bisschen anders. Ganz gucken, was unser Mais-Silage macht, fertig ist. Nicht, macht aber nichts. Das war ja die Probe. Ich wollte ja sehen, ob das hier funktioniert. Ne? Und es funktioniert. Gras ist jetzt 750.000. Gut, ein bisschen Produktion wird noch laufen. Kein Kalk raus, ne? Da war ein bisschen was gewesen. Ich hatte hier eigentlich äh,
bevor ich hier Luzern ausgebracht habe, auch gekauft, teilweise die Felder. Aber ich glaube, die drei da oben oder die hier gerade. Deswegen weiß ich nicht so genau. Jetzt lasse ich mal einfach durchfahren. Ich dachte mir so, schaden kann es ja nicht, ne? Hier ist pH-Wert perfekt. Vielleicht brauche ich auch kein schlechtes Raubbringen. Das kann auch sein, was hier Luzern hier eigentlich praktisch dasselbe ergibt. Hier ist schlecht. Okay, hier müssten wir auf jeden Fall fahren lassen. Und er wird hier fast fertig sein. Weiß ich nicht genau. Gucken wir mal. Im Grunde ist jetzt ja ein bisschen schlecht vom Wetter her, dass wir neu bei Starkregen fahren. Ne? Letzte Spur. Da fahren wir mit. Ist voll. Ja gut, letzte Spur. Und dann ist er hier fertig. Dann haben wir den dritten Traktor. Gras ist noch ein bisschen. Bisschen ist gut. Eine ganze Menge. Aber ich könnte ja da, wo er schon gesammelt hat, essen. Weil hier vorne ja nicht, das ist ungünstig wegen Wänden. Aber da hinten, das ganze Vorgewände, da kann man mal rüberziehen. Und hier kann auch ein bisschen Kalk her, wo es eigentlich ganz gut ist. Hier würde ich meinen, brauchen wir nicht. Unbedingt. Ich hätte ganz gerne die Fensterzeugung für Abfahrer genommen. Oder Deutz macht es auch, ne? Leistung her und Strecke fahren und so. Würde es packen. So, fangen wir eine innere Bahn an. Was hier vorne ist irgendwie raufgefahren. Ja, aber das ist fertig und dann her. Geht's dann nachher. Habe ich mein Ziel für heute geschafft. Ich danke mal schon mal fleißig abonnieren. Es abonnieren sehr viele im Kurzvideo. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt im Kurzvideo später mal auch zu hören ist. Weil das macht mein Programm automatisch zum Schluss und da wird halt nicht so viel gezeigt. Ne? Maximal 60 Sekunden. Muss aber feststellen, dass die Sekundenzahl nicht 100% stimmt. Ich muss dann erst zum Schluss halt wegschneiden. Ende oder Anfang. Weil dann macht man halt 01 101, und das ist dann für YouTube zu viel. Das ist so, und dann ist das kein Kurzvideo, ne? Das ist ein bisschen länger, ne? Und das soll so nicht sein. Das ist eine hervorragende Ergänzung, kann man sagen, um die Reichweite zu vergrößern. So hat man ja im Prinzip müsste ja weitere 3 Videos aufnehmen. Um, weiß ich, um 10 und 9 oder um 8 was zu veröffentlichen. Aber 6 Folgen mit LS für Opposen. Ja, ich weiß nicht. Klar gibt es verschiedene Geschmäcker, ne? Also, weiß ich, denke mal, der eine wird lieber die Marsch anschauen und der andere lieber die Thüringen, ne? Übrigens habt die beide Karten schon am 19er gespielt. Ich hatte schon Plan B gehabt für Ellengrad-Ersatz. Aber war doch im Grunde ganz froh, dass ich die Thüringen machen konnte. Obwohl die andere Karte auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber ich tendiere wieder dazu, als drittes Projekt Icarus zu machen.
Muss ich morgen einkaufen? Ja, morgen oder eher nicht. Aber mal schauen, wie ich Zeit habe, ne? Ist aber jetzt rechnerisch gesehen. Ja. Rechnerisch gesehen kommt der jetzt die Folge am den 19. nicht. Ende Februar. Also weit nach dem 19. Also die Woche darauf. Sollte Icarus schon gelaufen sein. Donnerstag, Dienstag und Samstag, Sonntag. So habe ich wieder vor. Vier Folgen in der Woche, denke ich mal, ist ausreichend. Was ich auch zeitlich schaffen könnte. Ne? Man weiß immer nicht genau, ob das immer so ist. Aber im Großen und Ganzen ist es so. Also juckt. Wie immer. Einzigste ist, der Nachteil hier ist mit Graschwatten mit Mähen. Ich habe die Kurse nicht gespeichert. Das heißt, beim nächsten Mal könnten die Kurse ein bisschen anders sein. Und dann würde wahrscheinlich was liegen bleiben und das würde beim nächsten Mal nicht weg. Na, mal schauen. Dass ich hier mal einmal 41 bleibt der Gras, dann ist ja recht genug interessant an der Größe her und dann das andere Feld bei der BGH wäre nicht schlecht. Da müsste mir, ja, wenn ich den Mais mache, geht Holz nebenbei nicht, bevor Holz fertig machen. Die Aussaat ist ja fertig soweit. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Der Rest kommt im Frühling. Hafer und Sorghum, Hirse. Wahrscheinlich auch Maisflächen wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre auf Feld 7, glaube ich, neben Hof, wo das Gras dann ist, da Hafer zu machen. Um da einmal Hafer oder zweimal Gras zu ernten. Und dann Hafer. Was man überlegen muss, ist mit Rüben. Rüben werde ich wahrscheinlich, ich Rüben nicht, die Mohl werde ich wahrscheinlich auf einen der Felder machen. Jetzt Rüben drauf haben, ne? Oder Kartoffeln, da geht's auch. Wäre ganz gut. Ob die Fruchtfolge funktioniert, das ist mal dahingestellt. Ich fürchte eher nicht, aber das mache ich mal so, ne? Muss ja auch schauen, was wir für Felder für den Kram. Vielleicht können wir auch noch im Winter gut produzieren und verkaufen und dann Felder dazu kaufen. Das ist nicht ganz wichtig, dass die Produktion im ganzen Jahr laufen können, ne? Sonst verdienen wir auch nichts, ne? Jetzt nicht probiere meine Bäume bis zum Winter einigermaßen gewachsen sind, weil da ein bisschen mehr auf der Fläche ist als die zugekauften Flächen. Ne? Hier muss ich mal begradigen, jetzt ist ganz schön schief hier. Muss ich mal die Bäume fällen, dann mal ein paar Felder erstellen. Linie ziehen mit GPS oder so. Ne? Und hier muss ich aufpassen. Hier fährt der Kollege noch mit Gras. Macht keinen Sinn, wenn wir jetzt hier Ballen ablegen und der beim Wenden immer meckert. Ja, also hier. Oh, hier muss ich schwatten. Die eine Spur muss ich schwatten. Das wäre, glaube ich, klüger.
Oder ich hab gleich später Ball nicht schon, ne? Wer ist denn jetzt alles beendet? Dann können wir garantiert noch walzen, ne? Dünger ist fertig, okay. Der ist auch fertig, okay. Striegeln. Feld 64. Das müsst ihr sofort machen, nachdem ihm zumindest gewalzt wurde. Er holt Kaltnachschub. Der wird bald in den Bereich kommen, wo Kalk gehört. Sie holt noch Gras und ihm können wir zum Hof fahren, ne? Den Anhänger können wir auch theoretisch nehmen. Das ist ja nicht so, dass wir da jetzt kein Hexen fahren können, ne? Weiß plus. Die Hühner möchten ja Luzerne Heu als Eiweißfutter haben. Ob das so korrekt ist, ich weiß auch nicht. Sicherlich könnte man alles häckseln, ne? Ja, okay, der Kurs ist auch weggelöscht. Ich weiß nicht. Doch der Kurs. Ach, der geht nur innen drin wegzumachen. Braucht er mir nicht mehr. Wichtig wäre normalerweise, dass der Master gibt ja wieder Crossplay-Version, eine neue. Aber so schnell mache ich das nicht. Bleib jetzt mal bei 7-2 da. Ist nicht alles, was man sofort machen muss, ne? Updates sowieso nicht, aber kann auch viel gehen, ne? Da würde auch reingehen, Heu. Aber im Lager ist ja ein bisschen Platz begrenzt, ne? Ob Luzern noch mal wachsen würde, ich weiß gar nicht. Ich würde einfach Luzern dann nass oder frisch ins Dings fahren. Na bitte. So. Dann haben wir einen dritten Fahrer hier, ne? 1, 2, 3. Dann brauchen wir noch einen weiteren. Oh, Kalkfahrer. Achso, die Aussaat ist schon fertig. Dummerchen. Der im Hof. Luzernefeld. Oh, da hat er eigentlich nichts gesagt. Nicht notwendig. Beim Grasfeld gesagt, da oben muss auch nicht gemacht werden, ne? Ja, da braucht nicht. Das sieht nicht weiter gut aus. Ist nur hier ein bisschen. Ah, viel Geld. Ja, man zukaufen muss Kalk und Dünger und na gut, Dünger. Vielleicht kann man Dünger verkaufen, muss ich. Bisschen Geld verdienen. Wir haben Dünger zugekauft beim. Dann können wir auch Dünger verkaufen. Normalerweise kein Dünger zugekauft, aber beladen ist einfach leichter. Den können wir zum Silage fahren oder Mais nicht nutzen. Traktor, der ist zu schwach. Würde spätestens dann, wenn es bergauf geht, Probleme bereiten. Oh. War da einfach geradeaus. So geradeaus. Jo.
da noch einige Meter vor sich. Sehe ich gerade so. Ach, hier siehst du hier. Hat er volles Programm. Das Gute beim Personalfarming, dass das Prinzip automatisch steuern wird. So. Was ich auch machen werde, ist einen Mist reinkippen in den BGH. Und den kann ich hier einfach mal. Den kann ich hier reinfahren. Den werden wir vorläufig nicht brauchen, das Teil vom Silo. Andere nutzen werden. Andere ist da besser geeignet. Leer. Das dauert ja ein bisschen. Weiß ich genau, ob dort näher zum Zeitpunkt X auch entsprechend leer ist. Später. Ich überlege gerade. Ich glaube, Mist hat noch genug drin. Wir holen den Spalter und machen da drüben am Rand zumindest da, wo es richtig fertig ist und richtig gerade. Richtige Seite, durchfahren rückwärts an. Aber es kann sein, dass nächste Woche wieder vergessen habe, weil jetzt mache ich eine Woche Marschpause. Denn wieder am Sonntag. Name das. Wer nichts dazwischen kommen. Kann ja niemals nie sagen, aber wie gesagt. Ich hoffe ja nicht, ne? Die 14 Düngen. Müssen wir mal angucken. Luzern nicht. Wahrscheinlich braucht Luzern auch nicht dümpeln. TikTok-mäßig. Wenn ich richtig erinnere, ist Luzern eine Pflanze, die mit Hilfe von Bakterien selber Stickstoff von Luft ausbindet und nutzen kann. Über diese Bakterien. So wie Erbsen, Bohnen, aber die gleiche Sorte von der Blüte her. Wetterling ist Blüte, glaube ich. Oh. Müsste Luzern eigentlich auch sein. Wie Lupine, glaube ich, auch. Hier ist Stickstoff genug. Stickstoff. Ja, ist perfekt, sagte mir. Ich bin sogar so viel drüber. War nicht gesehen. Dann brauche ich hier nicht gedüngt werden. Ich hätte ganz gerne erst die. Das fällt da auf. Jetzt man ja, Fahrer dazu nehmen. Na, nee, brauchen wir nicht. Ich werde jetzt das am Rand spatten. Soweit wie es geht. Und dann werden wir entsprechend das pressen. Und in der Zeit sollte eigentlich das Gras auch so ein paar Meter gefahren sein. Und wenn es dann nachher theoretisch schon voll sein sollte, was ja irgendwann der Fall sein könnte, dann können wir immer noch einen Rest impressen, ne? Jetzt werde ich aber richtig müde. Aber ich bin auch fast fertig. Nicht, dass ich unbedingt das so lange machen möchte. Aber ich mache es neuerdings immer eine halbe Stunde. Ob das besser für den Algorithmus ist, weiß ich nicht. Ich sage, wenn 2-3 immer nur volle Zeit gucken, das wirkt sich im Durchschnitt deutlich besser aus. Aber ich weiß es nicht, kann man nur spekulieren, ne?
Ich meine, wenn man entsprechend die Jungs haben und Mädels haben, die auch wirklich öfters mal groß mal reingucken, ne? Um längere Zeit. Gut ab. Na, danke dafür, ne? Immer mal gerade fahren, dass wir hier eigentlich länger hier. Ein Stückchen geradeaus und nochmal hinterher. So. Wichtig ist, dass der Schwader hier ist und entsprechend weiß, dass noch was gemacht werden muss. Ne? Jetzt aktuell hält er automatisch an, das ist ganz gut, weil da ist auch ein Mod dabei, ne? Aber der Regen noch nicht aufhören. Da hat noch nie so, gab es extrem viel Regen. Ich habe den einen Mod im Verdacht. Aber ich kann es nicht belegen. Ich müsste theoretisch denselben Spielstand mit dem Mod normal spielen. Dann könnte man sagen, okay, das liegt da und ja nicht. Aber wiederum ist das vielleicht auch eher so ein Zufallsprinzip vom Wetter her. Und darauf auch nicht schließen könnte. Jedenfalls, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, jetzt ein bisschen sehr viel Regen. Die hier mal auf jeden Fall nochmal nachziehen, die Spur. Dann kriegen wir ganz gut das Gras weg. Ich persönlich finde die Rundballenpresse besser. Realleben ist aber auch so, wenn das voll ist, dann hält die an. Ne? Das haben die schon drin. Das wissen die schon, wenn sie hochklappt. Traktorfahrer dann nicht extra separat anhalten muss. Ja, das ist ja noch so, ohne Mod ist ja hier heißt hier immer Bremse stehen, ne? Und dann wird es anstrengend. Aber von der Zeit her, zur gleichen Zeit fressen und wickeln, das ist hier ein großer Spaß. Gerade wenn ich eine Wettbewerb machen möchte, Matchwerb oder so, würde ich empfehlen, immer die Rundballenpresse zu nehmen. Also brauchst du zwei Leute, die praktisch die Arbeit machen, ne? Von Pressen bis hin zum Wickeln. Ne? Und die hast du ja manchmal gar nicht. Aber wenn du wiederum stapeln willst, ist das wieder mit flach Quaderballen besser. Aber gibt, glaube ich, keinen guten Mittelweg. Also mit der Original ohne DC. Und gut, wir haben ja die Fahrzeuge zum Aufnehmen. Ja. So, ich schaue, das soll schon heute gewesen sein. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest und Tag. Ich sag mal, tschüss und ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.